Cora Schumacher plus Ralf großes Liebes-Comeback. Nanu, die beiden wirken aber wieder sehr vertraut miteinander. Cora Schumacher. 46, postete auf Instagram ein Foto, das ihre Fans frohlocken ließ. Auf der Social-Media-Plattform zeigte sie sich mit ihrem Ex-Mann. Dem ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, 47, in inniger Pose, dazu der vielsagende Kommentar glatt. Jobek, zu Deutsch, froh, dass du wieder da bist. Punkt. Auf RTL-Anfrage erklärte sie dazu, Ralf und ich haben uns jetzt mehr als 3 Monate lang nicht gesehen. Und ja, er hat mir gefehlt. Anführungszeichen. Dass auch Cora ihm gefehlt haben muss, bestätigte Ralf Schumacher in seiner Instagram-Story. In der er den Beitrag teilte, war ein schöner Abend, schrieb der jüngere Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher. 54. Die Fans spekulieren in der Kommentarspalte fleißig und scheinen sich ein Liebes-Comeback der beiden herbeizusehnen. Für mich gehört ihr zusammen, meint etwa eine Userin. Ein anderer Fan schreibt, seid ihr beide wieder ein Paar? Das lässt mich im Dreieck hüpfen. Ich würde mich so freuen, wenn die Liebe gewinnt. Der Wunsch der Fans ist nur allzu verständlich. Galten Cora und Ralf in Deutschland lange Zeit als Traumpaar. 2001 heirateten die beiden und bekamen einen gemeinsamen Sohn. David Schumacher, 21. Nach rund 14 Jahren Ehe ließen sich Cora und Ralf im Jahr 2015 scheiden. Ob sie nun nur platonische Freunde sind, oder ob sie der Liebe wirklich nochmal eine zweite Chance geben, wird die Zeit zeigen. Hansi Westerfeld, Bodyguard, Wegbegleiter und Freund von Udo Lindenberg, 76, ist gestorben. Mit emotionalen Worten nimmt der Panikrocker auf Instagram Abschied von seinem richtig guten Kumpel. Zu einem Bild von sich und Westerfeld schreibt der Musiker, liebe Hansi, viel zu früh und viel zu plötzlich bist du übern großen Fluss rüber. Das Leben ist nicht fair. Du bleibst trotzdem für immer hier, im Herzen unserer Panikfamilie, als Bodyguard und Tourbegleiter. Masseur und Freund und richtig guter Kumpel, Sick. Hansi sei rund um die Uhr für Udo da gewesen, sei nachts um 4 mit ihm joggen gewesen. Auf ihn war immer Verlass. Nun muss er seinem langjährigen Vertrauten eine gute Reise wünschen. Die letzte seines Lebens. Familie Poth muss einen schweren Verlust verkraften, Franz Josef Poth, der Vater von Franjo Poth, 53, und Schwiegervater von Verona Poth, 54, ist gestorben. Mit rührenden Worten nimmt der Sohn des Unternehmers und der Moderatorin nun Abschied. Ruhe in Frieden, bester Freund, schreibt Sandigo Poth, 19, und setzt ein rotes Herz sowie ein Tauben-Emoji dahinter. Dazu teilt der 19-Jährige eine Aufnahme, die ihn in einem Restaurant an der Seite seines Großvaters zeigt. Liebevoll hat Diego den Arm um seine Schultern gelegt. Verona und Franjo Poth haben sich bisher nicht öffentlich zum Tod des Düsseldorfer Architekten gemeldet. Noch im Sommer vergangenen Jahres hatte Franjo ein Foto der gesamten Familie auf Instagram geteilt. Wundervolles Abendessen in unserem Restaurant Landhaus Möchenwerth mit Mama und Papa. Ehefrau und den Jungs, schrieb er im Juli zu dem harmonischen Familienbild. Nach dem Tod von Rosi Mittermeier, 72, hat Amelie Neureuther, 41, sich in den sozialen Medien gemeldet. Auf ihrem Instagram-Account bedankt sich die Modedesignerin mit bewegenden Zeilen bei ihren Fans und FollowerInnen für die Anteilnahme am Tod ihrer Mutter. Zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, die ihre berühmte Mama in jungen Jahren als Skirennläuferin zeigt, schreibt sie, vielen Dank für die vielen lieben Nachrichten und die große Anteilnahme. Die Liebe bleibt. Anführungszeichen. Rosi Mittermeier war am 4. Januar nach schwerer Krankheit gestorben. Die Skilegende war mit Christian Neureuther, 73, verheiratet und hatte mit ihm 2 Kinder, Amelie und Felix Neureuther, 38. Hallo Internet. Wie ihr wisst, spreche ich äußerst ungern öffentlich über mein Beziehungsleben. Ich mache heute aber mal die Ausnahme.
Mit diesen Worten meldet sich Stern-TV-Moderator Steffen Halaschka, 51, auf Instagram bei seinen Fans zu Wort. Zum Video schreibt er, wo die Liebe hinfällt, News zum Beziehungsstatus. Ein cleverer Schachzug. Denn bei den privat wirkenden Neuigkeiten handelt es sich in Wahrheit um berufliche. Ich bin jetzt 12 Jahre zusammen mit RTL. Das heißt, wir stehen kurz vor der Petersilienhochzeit. Da sattelt man so schnell und leichtfertig nicht mehr um. Wir haben unseren Ehevertrag verlängert. So Halaschka weiter, worüber er sich sehr freue, wie auch seine FollowerInnen. In der Kommentarspalte sammeln sich die Glückwünsche. Im Januar 2011 trat Steffen Halaschka die Stern-TV-Nachfolge von Günther Jauch, 66, an. Privat ist der gebürtige Kasseler mit Ehefrau Anne verheiratet, die ihn regelmäßig auf die roten Teppiche der Republik begleitet. Knapp eine Woche ist der kleine Sohn von Sänger Pietro Lombardi, 30, und seiner Laura Maria Rüpa, 27, auf der Welt. Vor einigen Tagen durfte die kleine Familie aus dem Krankenhaus nach Hause zurückkehren. Dort warten auch andere Familienmitglieder sehnsüchtig darauf, den kleinen Leano Romeo endlich kennenzulernen. In ihrer Instagram-Story teilt die 27-Jährige nun mit ihren FollowerInnen, wie ihr stolzer Papa ihren kleinen Sohn zum ersten Mal in den Armen hält. Der frisch gebackene Opa scheint aus dem Grinsen gar nicht mehr herauszukommen. Auch Laura Marias Bruder Daniel freut sich über den Nachwuchs in der Familie und seine neue Rolle als Onkel. Während sich Daniela Katzenbergers, 36, Mann Lukas Cordalis, 55, im diesjährigen Dschungelcamp die Krone sichern und damit das Erbe seines Vaters Costa Cordalis, 75, antreten wollte, ereignete sich abseits der Kameras ein handfester Familienskandal. Katzenberger Mutter Iris Klein, 55, warf Ehemann Peter, Lukas Begleitperson, eine Affäre mit Yvonne Wölke, 41, Jamila Robes, 55, Begleitperson, vor, packte sogar ihre Sachen. Doch auch im Camp sorgte Lukas mit seinem Verhalten zunehmend für erhitzte Gemüter bei MitstreiterInnen und ZuschauerInnen gleichermaßen. Der Grund? Erst galt er als zu unsichtbar, zu kalkuliert, gab zu wenig privates Preis. Dann empfanden die neue Dschungelkönigin Jamila und zweitplatzierter Luigi Gigi Birofio das Interesse des Schlagersängers an ihrer Person als vorgespielt. Besonders Gigi warf ihm immer wieder vor, fähig zu sein. Nach Cordalis derben Spruch im Halbfinale über Jamilas Heimvergangenheit, vielleicht fehlt ihr einfach das Verständnis dafür. Meine Motivation zu verstehen. Sie wuchs ja sowieso im Heim auf, wurde in den sozialen Medien sogar sein Rausschmiss gefordert. Ehefrau Daniela ergreift derweil für ihren Mann Partei, während sie sich das Finale anschaut. Meint die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story, wer jetzt nicht gecheckt hat. Dass der permanent angegriffen wird, ich finde das so krass. Aber egal, morgen ist der Chef vorbei. Sie sei froh, dass ihr Mann so ist, wie er ist. Er ist respektvoll, er ist ein Mann, der im Leben steht, er ist ein ganz normaler, höflicher Mann. Das spielt er nicht. Er ist so, der ist manchmal ätzend fröhlich, weil er einfach so ist. Dafür kann man den auch gerne hassen oder nicht. So Daniela weiter. Eine Spitze gegen Lukas mit Kemper kann sich die Katze nicht vergreifen und meint, der ist nie bei DSDS rumgesprungen und er habe sich auch nie bei einer Dating-Sendung durchgenudelt wie sein selbsternannter Erzfeind Gigi. Auch über die prominenten TeilnehmerInnen in der Countdown zum Finale-Sendung macht sie sich lustig, bezeichnet sie als Argkriecher. Haben Sie die Prominus verpasst? Hier finden Sie die Prominus der vergangenen Woche. Verwendete Quelle, Instagram.com